Hi Leute, ja, ich bin wieder rausgefahren, hatte ja jetzt Corona, bin jetzt noch eine Woche zu Hause, also bis Freitag. Freitag muss ich wieder arbeiten und habe mich am Freitag freitesten können. Freitag war ich wieder clean. Dienstag noch nie, da war ich zum Test, da war ich noch positiv. Und bin dann Freitagabend nochmal hin. Und ja, da war ich wieder sauber. Habe jetzt zu Hause nochmal einen Test gemacht, der war auch sauber. Und da habe ich jetzt gleich erstmal die Chance genutzt und bin jetzt nochmal Sonntagabend eigentlich nicht weit. Weit kann man uns ja nicht mehr leisten bei den Spritkosten. Bin hier, was weiß ich, 15 Kilometer vor Dresden auf dem kleinen Berg und will da morgen eine kleine Runde laufen. Ich hoffe mal, es klappt, weil die hatten festgestellt, Corona begünstigt der Thrombose irgendwie und ich habe jetzt im Bein eine Thrombose. Vor 6 die Thrombosestrümpfe habe ich gekriegt. Und muss jetzt hier jeden Abend ein bisschen Blutverdünner spritzen in den Bauch. Und ja, nichtsdestotrotz will ich morgen mal eine kleine Runde laufen. Ich hoffe mal, es klappt, weil ich habe, das fing mit Corona an. Wie so eine Sehnscheidenentzündung fühlt sich das an. Und Haken hier in der Ferse tut halt weh beim Laufen. Wenn ich jetzt ein paar Meter gelaufen bin, fängt es an. Mal sehen, wie weit ich morgen laufen kann, ob ich nie gleich den Berg runter bin und wieder hochgehe und so. Wird nicht. Lassen wir uns überraschen. Aber ich möchte halt einfach mal wieder raus. Nachdem ich jetzt eine Woche eingesperrt war, oder 2 Wochen genauer gesagt, musste ich halt wieder raus. Hier draußen, das zeige ich morgen mal, gibt es noch eine kleine Rasthütte, einen Feuerplatz. Vorher habe ich jetzt Zähnchen gemacht. Ich habe da hinten ein gemütliches Pilz getrunken. Dann wurde es aber jetzt langsam ein bisschen frisch. 10 Grad sagt er. Ich habe mich jetzt erstmal ins Auto gesetzt. Trinken wir mal eins und dann gehen wir irgendwann ins Bett. Gucken wir ein bisschen Fernsehen. So, jetzt habe ich natürlich wieder mein Mikrofon hier an, aber wenn alles aus ist hier im Auto, geht das ja einigermaßen. Da ist das. Gibt es keine Nebengeräusche, da kriege ich eigentlich ganz guten Ton hin mit meinem Mikro, das in der Kamera ist. Ich habe verschiedene Bilder von der Kamera gesehen. Die Eken H9R, R wie Remote Control, also Fernbedienung. Das habe ich jetzt allerdings nicht mit, hier ein kleines Armband dazu, da kann ich dann Aufnahme drücken, aber da das sowieso nach 5 oder 10 Minuten ausgeht, bringt das sowieso nicht viel, weil du die Kamera nie aus dem Schlafmodus rausholen kannst mit der Fernbedienung. Das ist nur, wenn du mal, ich sag mal, Stücke fotografieren willst, wie du wieder ankommst oder sowas. Da habe ich auch ein paar Vergleichsvideos gesehen von der Eken und von der, wie heißen die teuren, GoPro. Von der Eken und der GoPro, das ist ungefähr von der Größe her dasselbe. Die ist sogar noch ein bisschen kleiner, würde ich bald sagen. Ich habe hier eine GoPro noch nie in der Hand gehabt, aber meines Erachtens ist sie ein kleines Mühe größer. Die Vergleichsvideos, die ich damit gesehen habe, da fand ich, die Eken macht bald ein besseres Bild, aber ist vielleicht Geschmackssache. Manche sagen, Ton ist auf alle Fälle bei der GoPro besser. Zumal bei der GoPro hast du ja noch die Option, ein externes Mikro anzuschließen. Das kannst du hier leider nie. Heute gibt es auch viele, viele Bastelvorschläge, dass du das Originalmikro hier ausbaust und stattdessen eine Buchse reinmachst. Ein Multicache soll aber wirklich bloß eine Dose versteckt sein, wo sie nie erklärt haben, wie du hinkommst, weil die ein bisschen irgendwie, da musst du irgendwo über den Bach drüber
Vielleicht gehe ich ja gleich die Runde hinten rum, gucke ich mir dann nochmal an. Dann laufe ich noch ein Stück weiter, da ist eine Kirche, da gibt es einen Multicache. Da musst du halt gucken, wie viele Fensterscheiben da drin sind, wie viele Fenster der Turm hat und ein paar Fragen und danach kannst du dir dann die Koordinaten ausrechnen, wo die Deutsche versteckt ist. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen und dann gehen wir ins Bett. Auf alle Fälle schön mal wieder rauszukommen hier. Eine Woche nur zu Hause stecken und nur war nur dreimal draußen. Immer beim Arzt und zweimal testen. So, jetzt haben wir alles dicht. Da brauche ich bloß jetzt alle drei Sitze vorklappen. Die Decke wegziehen. So, das ganze Gelumpe kommt auf den Fahrersitz so weiter. Und Bett ist fertig. Und fertig. Nacht, Leute. Bis morgen. Ja, ich habe geschlafen hier im Elektrosmog. Es gibt da schon mal ein Käffchen und eine Waffe. Gestern im Auto ich war gerade gedacht, weil ich nicht zum Frühstück mit habe. Ob ich nur keine Fremdkampf habe ich immer im Auto. Und immer reicht das auch zum Frühstück. Hinten im Berg ist übrigens Stolpen zu sehen. Also wer die Burg mal besichtigen will, kann auch am besten hier schlafen und dann früh bloß rüberfahren. Mal etwas Geschichte, wenn wir gerade dabei sind. 1813 waren hier die Russen und die Preußen, haben auf dem Berg Stellung gehalten und sich gegen Napoleon verteidigt. Dabei ist der Ort da hinten, Schmiedefeld, bis gleich hier 300 Meter weg, wurde stark zerstört. Die Kirche haben die Klippe auch zerschossen, hatte ich gelesen. Weil da gibt es auch einen Gast in der Kirche. Den wollte ich aber heute nicht machen. Auf alle Fälle super angenehm warm heute. Also zumindest im Sommer in der Sonne steht. So, ich stehe hier auf dem Kapellenberg und jetzt gehen wir los. Mal sehen, wie weit wir kommen. Durch Corona habe ich halt eine scheiß Thrombose im Fuß, im Bein. Ein bisschen tut's weh, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, wenn ich ein Stück laufe.
Die Bewegung ist ja eigentlich gut, wenn man Thrombose hat. Aber mit denen, die sich das entwickelt. Ja, nur Rückschläge heute. Erst fahre ich meine Drohne gegen den Baum. Ich habe mir eine andere App besorgt, mit der die Drohne mich auch verfolgen kann. Und habe mit der Einstellung nie aufgepasst und hatte 20 Meter Abstand, aber in die falsche Richtung gestellt. Und als die dann losflog auf die Position, wo ich gedacht hatte, flog die genau gegen den Baum, weil ich halt genau die 180 gedrehte Richtung eingestellt hatte. Jetzt sind zwei Propeller abgebrochen. Hängen geblieben ist sie nie, kaputt gegangen ist sie nicht weiter. Aber jetzt kann sie erstmal nicht fliegen. Ersatzpropeller habe ich da, die hast du ja mitgekriegt. Die muss ich bloß erstmal wechseln, die habe ich jetzt nicht mit. Beziehungsweise kein kleines Schaden ist ja dafür mit. Und laufen geht jetzt halbwegs, wenn man sich halbwegs eingelaufen hat. Tut zwar ein bisschen weh, aber ist ertragbar. Da mit meiner Wander-App muss ich immer ein bisschen rumspielen und probieren. Die dachte ja immer nach 30 Meter nach rechts, nach 70 Meter nach links, jetzt nach rechts. Die macht, oder sollte ich schon über den Bach drüber weg. Allerdings, ja, das könnte mal irgendein Steg oder sowas gewesen sein. Das ist schon weg. Ja, das ist ja auch der richtige Weg tatsächlich, den ich mir rausgesucht habe. Ist ja auch richtig in der Wanderkarte als Weg eingezeichnet. Würde auch gehen, wenn das Wasser nicht so hoch wäre. Hat wahrscheinlich ein bisschen Hochwasser jetzt dafür. Aber ich habe jetzt auf der halben Strecke aufgegeben, weil die Steine auf der anderen Seite sind zum Teil ganz im Wasser. Einer hier vorne auch, aber der ging noch. Aber laufen wir da vorne rüber. Müssen wir mal gucken. Aber das scheint auch keine richtige Brücke zu sein, wo ich hin will, wo der Cache dann liegt. Müssen wir gucken. Ja, hier haben wir dasselbe Problem. Der Cache ist eingezeichnet in der Hütte da drüben. Steht auch so in der Beschreibung. Aber hier ist gar kein richtiger Weg, um rüber zu kommen, obwohl es in der Wanderkarte so eingezeichnet ist. Früher lagen hier vielleicht auch mal mehr Steine wie da hinten, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es hier nur noch eine Slackline, aber da bräuchte man einen zweiten Mann, um die drüben zu spannen.
So, hier haben wir die Kirche. Hier gibt es einen Multicache. Hier fallen zuerst die vier Säulen auf. Das war beschrieben. Die Fenster vom Turm sollten wir zählen. Ach ja, Adler, was hält er in seinen Krallen? Das hatte ich mir eigentlich abgeschrieben gehabt, nach was man hier alles gucken soll. Dummerweise habe ich den Zettel nie ausgedruckt, natürlich auch nicht. Ich habe es zwar im OneDrive gespeichert, aber auf dem Handy macht das nicht immer die Töne. Jetzt ist noch nach der Anzahl der Scheiben in dem Fenster gefragt. Oh, viele. Ach, das klappt schon wieder nie. Ich geb's auf. Ich komme mit den Zahlen, die ich rausgekriegt habe, kurz vor Kamenz raus. Das passt nicht ganz. Also rechne ich das zu Hause nochmal in Ruhe nach. Komme ich vielleicht wieder mal hierher. Ja, Bildmitte da hinten, genau, ist der Berg, wo ich stehe. Und jetzt bin ich schon wieder zu weit, aber zurückgehen will ich nicht nochmal.
Gerade hat man die Sonne in meiner Heckscheibe spiegeln sehen. Das Auto selber habe ich nicht gesehen, aber das kann durch meine Heckscheibe gewesen sein. Würde vom Winkel genau passen. Ja, vorhin waren wir da drüben. War mit einer Schelle festgeklemmt. Cash war hier unter der Sitzbank versteckt. Wurde 1996 erbaut. Da sollte wahrscheinlich auch hier eine Brücke mit hin. Wahrscheinlich sind dann die Gelder ohne die Ehe weggekommen. Die Frau da drüben, die guckte auch gerade so komisch herüber. Die konnte wahrscheinlich nicht glauben, dass es tatsächlich welche gibt, die hier langlaufen. Ja, mein Navi quatscht mir ein bisschen zu viel. Weil teilweise ist ja jede Biegung mit angezeichnet. Und der Weg eine kleine Kurve macht, und da sagt die ständig rechts, links, rechts, links. Ja, ich bin jetzt doch hier rüber, weil ich nicht ganz so weit laufen wollte. Ist ja immerhin jetzt noch 1,5 Kilometer oder so. Ich musste aber ins Wasser steigen, weil zwischendrin hat es den Stein weggespült. So einen großen Schritt konnte ich nicht machen. Aber das geht ja hier bloß ein bisschen her. Oh, und die Socken kann ich ja im Auto dann wieder wechseln. Ein paar andere Schuhe habe ich auch im Auto. Wir haben mal ganz interessant, was die hier machen. Die haben hier drei große Gasbehälter. Wasserstoff, Sauerstoff und Argon. Hab mich geirrt. Wasserstoff, Stickstoff und Argon. So, geschafft. Übrigens hier in der Schutzhütte gibt es auch noch einen Cache. Den habe ich mir aber schon vor 2-3 Jahren geholt. Kam mir übrigens vorhin noch eine Frau entgegen hier mit Kinderwagen und freilaufend der Katze wollte ich spazieren. Aber als die Katze mich gesehen hat, hat sie sich hinterm Baum versteckt und gewartet, bis ich wieder weit weg war.